So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu Black Ops 2 mit zarten 11 am Start und ja, weiter geht's. Wer es noch nicht mitgekriegt hatte, die GEMA hat uns ja extrem gefickt in der ersten Folge aufgrund irgendeinen schwulen Scheiß. Und ja, ich habe das... Ich habe den ersten Teil nochmal neu reingestellt, ohne Intro. Und dazu ist auch eine Anleitung, wie man das mit den Videos, die in Deutschland geblockt sind bei der GEMA, mit ProxyTube, ja, umgehen kann. Also wer das machen will, wieso will eigentlich, macht's einfach. Kann ja nichts angehen mit der scheiß GEMA. Dann installiert einfach den Kack, das Plugin, und damit ist Feierabend mit der verfickten GEMA. So, was müssen wir hier überhaupt machen? Was ist hier? Haben wir ihn hier drinnen? Zieh mal so ein hässliches Ding an. Ja, ich komme doch. Oh mein Gott! Wutz, bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Kann man bestimmt ein schönes Süppchen draus machen aus den Jungs hier. Sehr lecker. Wutz? Na komm mal hier hinten, ihr könnt doch immer leben. Sieht aus wie ein Zombie. Knallrote Augen, der hat aber hardcore gekifft, das geht ja gar nicht. Was haben die mit ihm gemacht, Hutz? Die haben den ganz doll lieb gehabt. Ach du Scheiße. Nein, das tut uns her. Nein! Ein Ding! Ach du Scheiße, hör auf! Alter! Die Waffenkiste ist eine Goldmine! Bedien dich! Ausschalten! Was soll ich denn hier ausschalten? Alter, hör doch mal auf, hier mal alles kaputt zu machen! Komm her, ihr du Sack. Auf hier rumzufliegen. Alter. Alter. Ich treffe, ich treffe nicht. Alter, ich habe noch getroffen. Wo sind wir denn? Alter Vater. Yeah, der brennt doch. Komm, geh down. Verdammt! Wir sind auf Grund gelaufen! Uns geht unter, Mason! Black Hawk down! Nee, ist ja ein Hind. Hindy down! Ey, nicht weg, nicht abhauen hier. Was muss ich hier machen? Schwimmen. Das Schiffchen geht unter. Oh Mann, ich habe mich gerade dran gewöhnt. So, ne? Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Wir müssen los. Ja, mei, die kriegen ihn auf der Mütze. Ach nee, muss ich den schleppen die ganze Zeit? Fliehen Sie durch den Dschungel.
Komm schon, Wurz. Ich helf dir. Ich hab dich, Bruder. Alter, mit so einem Wunden hier und dennoch durch den Dschungel rennen. Ah, muss ich vorgehen oder was? Nee, du hast die Wache. Voraus. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung bitten. Alter. Moment. Hinter den Stamm in Deckung. Hinter den Stamm. Na, dann gehen wir doch mal. Und wen du zu gekifft hast, sagst was. Alter. Das sind nur Kinder. Kinder mit Waffen. Oh oh. Ach komm, als ob die die nicht sehen. Gehen wir. Ich muss das Stück Fleisch schon mal tragen hier. Ich will nicht. Ich will schießen. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen. Sie sollen vorbeigehen. Okay. Auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Okay. Jetzt. Renne, Stück Fleisch, renne. Nicht bewegen. Noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Gras finde ich gut. Oh, oh. Zusammenbleiben! Sneaky. Welche Hunde? Position halten. Sie sind direkt vor uns. Ach, hätte ich nie mehr gekriegt. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Los, lauf. Lauf, Schlampe. Alter, der Steuern ist ja hier zuckhaft hier. Was ist denn das? Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ist hier dieselbe Waffe. Hä? Ich will die Waffe hier haben. Nicht, nicht. Das ist ein Buschmesser, ich will ein Buschmesser haben. Was soll ich denn mit der Bärenfalle machen? Kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta, Marionetka.
Gutkak, die. Was? Dimitri Gutkak? Gags Casino. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät ab. Du wirst mich töten, ja? Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt. El americano le está diciendo que no se mueva. Na, das ist ja mal geil gelaufen. Él piensa que está en control, pero él no es. Ich sagte, Maul halten! Die Waffen runter! Ich schwöre bei Gott, ich töte diesen Bastard! Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Oh, scheiße, da sind Kinder. Ich will nicht auf Kinder schießen. Deberíamos demostrar. Du Hurensohn! Oh ja, das sehe ich genauso. Alter, die legen sie alle auf die Granate. Hudson, wir sind unterwegs. Geh zum Strand! Steht die Evakuierung? Negativ, wir sind allein. Zum Fluss gehen! Verdammt, Mason! Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her! Das war nicht meine Schuld! Lass den Scheiß, Hudson! Sie kommen näher! Wir brauchen mehr Zeit! Wo denn? Du bist ja wohl schon nah. Die Hochstände sind gut für Scharfschützen. Kletter rauf und gib Deckung. Scheiße, ich bin so doof, hier um hochzukrabbeln. Wir müssen los, Hudson. Rauch einsetzen. Schnapp dir Wutsch. Runter, runter! Ey, du sollst runter! Wir müssen uns weiter verteidigen! Alter, ich bin zu nah. Mach ein paar Tierfallen bereit! Granada fuera de objetivo! Granada ist cool. Bin cool. Es kommen noch mehr! Schmeiß doch so ein Ding hin. Weiter feuern, Hudson! Wir müssen jetzt zum Fluss schaffen! Ich hab dich, Bruder! Die Spanien attraversa el humo! Weiter! Alter! Alter! Weiterlaufen, Mason! Renne, Schlampe! Renne! Renn Getrag auf den Wasserfall! Ich mach das! Bring Wurz in Deckung! Ein Geh auf dem Wasserfall? Verteidigen? Von wo kommen sie denn? Es sind zu viele! Achtung, Mörserfeuer! Mörserfeuer, wo denn? Alter, sind aber noch einige. Ich weiß gar nicht, auf wen ich hier zuerst schießen soll. Alter, wie ich die auch gar nicht sehe, oder? Ich gehe eine Granate. Da ist ein Boot am Strand. Na los! Wo ist er denn? Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen weiter. Ja, dann lauf doch! Wir kommen raus! Renne, renne! Wo ist ein Boot? Nein. Ach, verfickt, das ist ein Heinti. Scheiß Russen. Verdammt, kein Entkommen. Oh, die sind auf unserer Seite? Yeah! Stirbt, ihr Dreckschweine! Hatten Sie schon Angst?
Das ist unser Goldbesitzer. Wo hat denn den auf einmal her? Also, wir haben ihn, Mason. Nein, Alter. Wo hat denn der denn Wache her? Mich nicht töten. Ja klar, jetzt hast du auf immer eine Sonnenbrille auf. Man muss ja cool aussehen, wenn man eine Schusswunde hat. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Für Ehre, Freundschaft. Ja. Er ist genau wie du, Kleiner. Haben wir ihn hier. Kann man jetzt hier Waffen tauschen? Wo steht denn hier M27? Ach, die ist verschlossen. Vollautomatische für hohen Schaden, niedrige Feuerrate. Das ist uncool. Ja, dann nimm mal die. Ach, wir haben ja auch noch Schrotflinten und sowas. Millimeter-Scanner, was ist das denn? Fick doch die Hände, was hier nicht alles einstellen kannst. Feuermodus. Reflexvisier. Okay, was haben wir denn hier noch? Ah, ist geschlossen. Hier haben wir anscheinend nicht mehr. Zusatzkit. Was ist das? Ja, weiter geht's. Weiter geht's. So, fing alles an. Dein alter Herr will Menendez töten. Menendez will Rache. Auch Jahrzehnte später. Menendez war damals ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den Alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Wie immer die Russen und die Chinesen. Wollen, dass er denkt, es geht um Ideologie. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst. Hat das Netzwerk Cordis Die durch ihre neue Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordis Die? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul, scheiß Menendez. Arschloch. An JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in die Scheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordis Diers zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim YouTube. Vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Diaz Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Alter, sind ja alle so geknuspert. Genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raoul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs, er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Oh ja.
Oh ja. Sieh alle an. Menendez hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Kubaner. Die Elite. Topmoderne Technik. Ach komm, seit wann sind Kubaner Elite hier? Eine Milliarde vielleicht? Eher zwei, die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordis D. eine herbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Leute, haut rein und schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal.